Musik ist eine heilige Kunst, dazu stehe ich auch. Das, sorry, ich stehe jetzt hierfür und das ist so. Man braucht Schuhe, wo man erstmal einen abgesetzten Absatz hat, damit man da sozusagen eine Taste überspringen kann. Dann sollen die keinen so Seitenaufbau haben. Es gibt sogar Leute, die spielen in Socken, ich kann das aber nicht. Die sind aus dem Tanzgeschäft. Echt, die spielen in Tanzschuhen? Das sind Tanzschuhe, ja. Ich sag jetzt nicht den Namen, aber das gibt eine Marke. Das sind sehr fair, also wer einen Blick dafür hat, erkennt die sofort. Martin Lücker ist Musiker durch und durch. Er ist Organist an der evangelischen St. Katharinenkirche in Frankfurt. Das ist die Kirche direkt neben der Hauptwache. Martin Lückers Welt ist diese Orgel, gebaut von dem berühmten Orgelbauer Rieger aus Vorarlberg. Die österreichische Firma baut fantastische Orgeln für Kirchen und Konzerthäuser in aller Welt. In der Kirche hier spielt Lücker schon seit über 30 Jahren, in Gottesdiensten, in Konzerten. Lücker ist die Musik dieser Kirche. Ich habe ja nun hier in der Katharinenkirche das Privileg, ein ganz tolles Instrument zur Verfügung zu haben. Außerdem in einer Nachbarschaft, wo man ja abends niemanden stört, wenn man spielt. Nicht? Hier wohnt ja keiner. Die Störung kommt eher von außen, als dass sie von innen nach außen ginge. Also ich bin ja über 30 Jahre jetzt hier. Ich habe schon sehr das Gefühl, auch mit dieser Orgel, also die seit 1990 hier steht, sehr verwachsen zu sein. Das ist schon was Symbiotisches. Was ihn besonders begeistert, ist nicht das Instrument als Maschine. Es ist der Klang und das Besondere an dem Klang oder auch das Besondere also an diesem Ensemble von Klang im Raum, weil Orgel ist immer ein Klang in einem Raum. Deswegen sind Orgeln ja auch verschieden. Die Rieger Orgel ist schon recht majestätisch. 3592 Pfeifen hat sie, 54 Register, also Knöpfe, mit denen man die Klangfarben ändern kann. Martin Lücker liebt diesen Orgelklang. Wie der Klang dieser Orgel sich in diesem Raum entfaltet. Ich sag immer, also ich kann jetzt nicht beschreiben, wie Schnitzel schmeckt. Man muss das probieren. Ja, und also man kann Klänge schlecht in Worte fassen. Das muss man gehört haben. Und natürlich hat sowas auch was von einer sehr individuellen Begegnung. Man hört einen Klang und findet den schön. Er ist ein Künstler, ein bisschen Bohemien der alten Schule, trifft sich gern mit anderen Kulturschaffenden. Und die treffen sich gern mit ihm. Man inspiriert sich. Der Organist und der Frankfurter Schriftsteller Matthias Altenburg alias Jan Segers. Martin Lücker ist einfach jemand mit einer unglaublich sinnlichen Intelligenz, empfinde ich so. Klar, er ist eitel, er ist pedantisch, aber er ist auch wahnsinnig großherzig, er ist unglaublich neugierig und er ist jemand, der einen durch seinen, ich weiß nicht, Mutterwitz würde man vielleicht sagen, durch seinen geerdeten Mutterwitz immer wieder auf den Boden holen kann. Martin Lücker ist nicht nur Organist, er ist auch Professor an der Musikhochschule Frankfurt. Natürlich für Orgel. Er hat etwa 15 Studierende. Seine Schüler werden einmal zur Orgel-Elite gehören. Nicht nur, weil es derzeit Nachwuchsprobleme gibt. Also Nachwuchsprobleme insofern, als es einfach zu wenig heute Leute gibt, die also Orgel gelernt haben, die sich als Kirchenmusiker haben ausgebildet. Ich habe allein in Hamburg an 5 Stellen Schüler und so. Klar, ich meine, ich bilde die aus in einer sehr, ja, so wie ich die eben ausbilde. Ne, so, dass sie vor allem gewöhnt sind, nachher, sie werden sehr viel auf Vorspielsituationen trainiert. Spiel mal nur diese 2 Stimmen raus. Ruhig erst den 2 Händen. Ja? Ja, guck mal, bisschen bei diesen hier. Also du musst irgendwo was machen, dass es nicht nur normale Artikulation ist. Was er seinen Studierenden abverlangt, verlangt er auch von sich selbst. Er übt, regelmäßig, immer noch mit 62. Streng, mit Metronom, so wie früher als Kind. Was hat ihn damals zum Orgelspielen gebracht? Es gab kein Schlüsselerlebnis, es gab eine Schlüsselperson. Also ich komme aus einem kleinen Dorf im westfälischen, preußisch Oldendorf. Und da gab es Tante Elisabeth. Tante Elisabeth, das war also die war in diesem kleinen Ort, die war die Kultur. Die war Musiklehrerin an der Mittelschule, die war Organistin an der Kirche und die gab Klavierunterricht. Sie war auch mit meinen Eltern befreundet und bei der habe ich erst Klavierunterricht gehabt, danach habe ich auch einfach Orgel gespielt. Musik
Im Moment lebe ich mit der Orgel, durch die Orgel, für die Orgel oder sagen wir, tauschen wir mal das Wort Orgel aus, durch Musik. Ja? Und da werde ich eine andere Existenzform finden. Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt ganz im Moment, aber ich bin mir der Begrenztheit des momentanen Glückes durchaus bewusst. Martin Lücker. Die Musik, die Riga-Orgel, die Katharinenkirche. Sie sind eine Welt, in die der Musiker immer montags und donnerstags einen Einblick gewährt. Seine wöchentlichen 30-minütigen Orgelmusiken, diese kleinen Fluchten aus dem Alltag. Viele Menschen wissen das zu schätzen. Als Professor geht Lücker Ende September in Pension. Als Organist will der 62-Jährige noch spielen, solange er kann.